Markus 4 besteht vor allem aus Gleichnissen, die um Saat und Ernte und das Reich Gottes gehen, die ich euch jetzt alle als Bibelcartoon zeigen will. Dazwischen, zwischen diesen Gleichnissen, nutzt Markus nochmal eine Erzählung, die wir dann im Matthäus auch in der Bergpredigt finden. Die ist aber bei Markus hier zwischen diese Gleichnisse geschoben. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Jedes Jahr sät er Getreide auf sein Feld aus. Dabei fallen einige Körner auf den Weg. Weil sie dort gut sichtbar sind, kommen sofort einige Vögel und picken sie auf. Einige Körner fallen auf felsigen Boden. Sie wachsen schnell, aber weil ihre Wurzeln in dem Felsen kein Wasser finden, vertrocknen sie nach einer Weile. Einige Körner fallen zwischen Disteln. Dort können sie auch nicht wachsen, weil die vielen Disteln ihnen den Platz wegnehmen. Die restlichen jedoch fallen auf guten Boden. Dort wachsen sie zu großen Pflanzen heran. Hartmut kann sehr viel Getreide von ihnen ernten. Jesus vergleicht in dieser Geschichte die Körner mit Gottes Wort. Manche Menschen hören es und vergessen es gleich wieder, so wie die Vögel die Samen aufpicken. Manche Menschen hören es und leben erst danach, aber nach einer Weile vergessen sie es wieder. So wie bei den Körnern, die auf felsigen Boden fallen. Manche Menschen hören es, aber weil sie sich so viele Sorgen machen, haben sie keine Zeit, darüber nachzudenken. Bei den Menschen, die Gottes Wort hören und danach leben, ist es so wie bei den Samenkörnern, die auf guten Boden fallen und wachsen. Ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt auf einem Berg sieht man schon von Weitem. Man stellt eine Lampe ja auch nicht unter einem Eimer. Nein, man hängt sie dort auf, wo sie im ganzen Haus Licht spendet. Genau so soll euer Licht vor den Menschen scheinen. Durch eure guten Taten sollen sie Gott, euren Vater, erkennen. Das ist Hartmut. Hartmut ist Bauer. Im Frühling geht er auf sein Feld und sät Samen aus. Danach geht er nach Hause und wartet. Es vergehen ein paar Wochen und Monate. Ohne dass Hartmut etwas auf dem Feld tun muss, wachsen die Pflanzen heran und werden immer größer, bis sie ganz reif sind. Jetzt muss Hartmut sie nur noch ernten. Jesus vergleicht das Leben mit Gott mit dem Samen. Oft braucht es eine Weile, bis er heranwächst, aber Hartmut muss sich keine Sorgen machen, weil er weiß, dass aus dem Samen irgendwann eine Pflanze wird. Hartmut hat ein kleines Samenkorn und pflanzt es in den Boden. Nach einigen Jahren kommt er wieder an die Stelle, wo er das Samenkorn eingepflanzt hat. Jetzt ist dort ein riesiger Baum gewachsen. Am nächsten Tag will Hartmut einen Kuchen backen. Er benutzt dafür sehr viel Mehl und eine kleine Prise Backpulver. Die kleine Prise bewirkt, dass der ganze Kuchen aufgeht. Jesus benutzte oft Vergleiche wie diesen, um den Menschen zu zeigen, wie Gott ist und wie Dinge bei Gott funktionieren. Die Bedeutung dieser Geschichten erklärte er später seinen Freunden genauer. Markus 4 schließt nach all diesen Erzählungen Geschichten von Saat und Ernte mit einem der wohl bekanntesten Wundertaten Jesus ab, der Sturmstillung, und die zeige ich euch jetzt als Bibelcartoon. Eines Tages überquerte Jesus mit seinen Freunden, den Jüngern, einen See. Während sie den See überquerten, kam ein Sturm auf. Der Sturm war so heftig, dass das Boot, in dem sie waren, drohte zu sinken. Die Jünger hatten riesige Angst. Jesus bemerkte von all dem nichts, weil er eingeschlafen war. Also weckten die Jünger Jesus. Jesus, rette uns! Wir gehen unter! Jesus stand auf und sagte zu dem Sturm, sei still. Sofort legte sich der Wind und auch die Wellen verschwanden. Dann fragte Jesus seine Jünger, vor was hattet ihr Angst? Traut ihr Gott immer noch nicht zu, dass er auf euch aufpasst? Die Jünger aber waren verwundert und fragten sich gegenseitig, wer ist Jesus eigentlich? Sogar Wind und Wellen tun, was er ihnen befiehlt.